Heute betrachten wir einen interessanten Effekt am Propeller. Wir sehen hier einen Zweiblattpropeller von oben und wenn das Flugzeug geradeaus fliegt, sieht man, dass der Anstellwinkel beim abschlagenden und aufschlagenden Blatt gleich ist. Wie ist das nun, wenn man steigt? Das Flugzeug beginnt zu steigen, dann erhöht sich der Anstellwinkel des rechten, des abschlagenden Blattes und sorgt deshalb für mehr Vortrieb. Das heißt, das Flugzeug zieht nach links. Betrachten wir hier mal das Blatt als Einzelnes und dann sehen wir, dass beim Geradeausflug ein konstanter Anstellwinkel vorhanden ist. Und jetzt simulieren wir das Sinken. Das heißt, der Anstellwinkel wird kleiner und beim Steigen wird er größer. Hier das Ganze noch von unten, das ist wieder das rechte, das abschlagende Blatt, welches beim Sinken den Anstellwinkel verkleinert. Das heißt, dass die Flugzeugnase zieht in diesem Falle nach rechts und beim Steigen wird der Anstellwinkel größer, das heißt, die Flugzeugnase geht nach links. Und hier beim Blatt, das nach oben geht, sehen wir denselben Effekt, einfach spiegelverkehrt. Beim Sinken wird der Anstellwinkel größer und beim Steigen wird er kleiner. Nun, wo spielt das eine Rolle? Natürlich beim generellen Steig- und Sinkflug ein- und ausleiten, aber vor allem bei langsameren Geschwindigkeiten ist dieser Effekt sehr ausgeprägt. Das heißt, kurz nach dem Start, wenn der Pilot die Nase zu steil nach oben zieht, bei einem vom Piloten aus rechts drehenden Propeller geht die Flugzeugnase dann zusätzlich zu Slipstream, P-Factor, Präzision und Torque nach links.